Hallo, es gibt super Dinge wie diese Kreissäge, die wir hier haben. Aber oft sind diese super Dinge ja auch super gefährlich. Also bei unserer Kreissäge, da liegt extra immer so ein Schiebestock dabei und der dient dazu, wenn man schmale Holzstücke schneiden möchte, dass man nicht die eigenen Finger benutzt. Auf unserem Schiebestock steht drauf: Ich bin ersetzbar, deine Hand nicht. Wie wahr? Ja, damit tolle Dinge auch wirklich toll sind und toll bleiben, sollte man einige Gefahrenquellen kennen und sich dann auch dementsprechend verhalten. Mein Name ist Lutz Heidmann, ich bin Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde und ich beschäftige mich zurzeit mit der sogenannten Bergpredigt von Jesus, seinem Grundsatzprogramm für ein wirklich glückliches, super erfolgreiches Leben. Jesus hatte gestartet in Matthäus Kapitel 5 mit seiner Definition von Glück. Und die war schon ganz anders, als wir das so gemeinhin gesellschaftlich kennen. Es geht eben nicht darum, Hauptsache gesund oder Hauptsache reich oder schön oder intelligent, sondern Hauptsache, du bist mit Gott und das heißt mit Jesus unterwegs. Und Jesus hatte im Folgenden auch sehr stark konkretisiert. Weil dieses Leben mit Gott und mit ihm ist eben nicht einfach so beliebig, sondern er sagte, es zeigt sich vor allem in einem richtigen, nämlich gottgemäßen Verhalten mit anderen Menschen und auch einem richtigen Umgang mit Gott. Ja, und er sagt, das ist das super tolle Leben und er beschreibt es und man kann richtig spüren, dass man sagt, okay, wenn wir so leben, dann ist das Leben wirklich rund und schön. Ja. Aber auch diese tolle Sache ist einigen Gefahren ausgesetzt. Und deswegen geht er nun im Folgenden, in Matthäus Kapitel 6, ab Vers 19, auf drei Gefahrenquellen dieses Glücks ein. Er startet folgendermaßen: Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Also, die erste große Gefahrenquelle ist Besitz. Ist Streben nach Reichtum, ist Materialismus. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Und dann geht das auch noch eine ganze Zeit so weiter. Gibt ja noch einige Ausführungen zu dieser ersten großen Gefahrenquelle des Glücks, nämlich dem Besitz. Und er hat jetzt schon deutlich gemacht, beim Besitz geht es eigentlich darum, wo schlägt unser Herz für? Und er sagt nachher, du kannst nur für eine Sache dein Herz, deine Priorität schlagen lassen. Entweder schlägt dein Herz dein Leben für Gott oder eben für Besitz. Und er geht dann auch noch darauf ein, wo die eigentliche Problematik nachher liegt. Er sagt, je nachdem, wo deine Leidenschaft, wo dein Streben sich dranhängt, da wird auch deine große Sorgenquelle sein. Und wenn du sagst, Hauptsache reich und Hauptsache materiell gut ausgesorgt und sicher, dann sagt er, dann wird auch genau da dein großes Sorgenpotenzial liegen. Und das wird dich nicht glücklich machen. No way, in keinem Fall. Ja, als nächstes geht er auf die zweite große Gefahrenquelle eines wirklich glücklichen Lebens mit Gott ein. Und da startet er Kapitel 7 ab Vers 1. Verurteilt nicht andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen. Und das geht dann auch noch so ein bisschen weiter. Ja, die große Gefahrenquelle, die er hier anspricht, ist eben, dass andere verurteilen, sich mit anderen zu vergleichen und dann aber sozusagen herabzugucken, Mensch, der hat aber ein Riesenproblem und der ist ja viel, viel schlechter als ich es bin. Also man bleibt nicht bei sich, man bleibt nicht bei der Eigenverantwortung, bei der Selbstreflexion, sondern man schaut auf den anderen, zieht auch so seinen eigenen Selbstwert daraus, dass man denkt, Mensch, der andere ist ja noch schlechter als ich, also bin ich schon mal viel, viel besser. Und damit ist man schon schwupp weg von Gott und damit auch schwupp weg vom Glück. Die dritte große Gefahrenquelle, die er hier anspricht, ist Kapitel 7 ab Vers 6. Gebt das Heilige, das euch anvertraut ist, nicht den Hunden
Und eure Perlen werft nicht den Schweinen vor. Die trampeln doch nur darauf herum und dann wenden sie sich gegen euch und reißen euch in Stücke. Ja, interessante Gefahrenquelle, die unser Glück mit Gott bedrohen möchte. Also, du erlebst das Glück mit Gott. Du bist wirklich glücklich und deswegen bist du total begeistert und versuchst ganz begeistert davon, anderen zu erzählen. Ja, und was kann passieren? Es kann passieren, dass sie überhaupt nicht begeistert sind, sondern dass sie sagen, was für ein Blödsinn, du Volltrottel, wie kann man denn nur so leben, so naiv irgendeinem Hirngespinst, was man Gott nimmt, so einer komischen Illusion hinterherhängen. Okay? Und schon ist das Glück in Gefahr. In Matthäus Kapitel 10 wird Jesus noch näher darauf eingehen, wie man denn diese Begeisterung, dieses Glücklichsein mit Gott auch so anderen Menschen teilen kann. Und eine Sache ist zum Beispiel, ich greife schon mal vorweg, dass er sagt, such dir einen. Such nicht alle zu gewinnen. Such einen, der wirklich offen ist dafür, der eine Bereitschaft hat, über das Leben und über Gott nochmal tiefer nachzudenken. Und wenn du den hast, dann investier dich in den einen. Bleib dran, bleib bei ihm. Geh nicht zu den anderen, sondern bleib bei ihm, investier dich in ihn, hab Gemeinschaft mit ihm, komm mit ihm ins Gespräch und teile das Leben mit ihm. Zum Beispiel iss mit ihm und all diese wunderschönen Dinge. Ja, das sind so diese drei großen Gefahrenquellen, die Jesus hier anspricht, damit unser Glück mit Gott auch wirklich Glück ist und Glück bleibt. Achte auf dein Verhältnis zum Besitz. Lass es nicht die Nummer eins werden. Weil wenn es deine Nummer eins ist, dann werden auch die Sorgen darum deine Nummer eins werden und dann bist du weg von Gott und weg vom Glück. Verurteile nicht andere, weil sie anders sind oder Probleme haben. Bleib bei dir, kümmere dich um dein Herz, um dein Leben, um deine Einstellung. Übernimm du Verantwortung für dein Leben und mach es da richtig. Und das Dritte ist, wirf es nicht einfach wie Perlen vor die Säue, sondern achte darauf, wem du was wie sagst. Ja, in allen drei Gefahren verwendet Jesus eine sehr drastische, sehr bildreiche, sehr krasse und auch übertreibende Sprache. Es ist ihm wirklich wichtig, damit diese super tolle Sache, dieses Glück mit Gott, auch wirklich Glück ist und Glück bleibt. Lass uns auf die Gefahren achten und richtig mit ihnen umgehen. Dir alles Gute. Ciao.